Ein recht herzliches Willkommen zurück zum Football Manager 2019 hier auf meinem Kanal. So, da wir ja gegen Zwickau zu Hause ein 1-1 gezogen haben und jetzt wir zum Zweitplatzierten der Liga müssen, bin ich mal ganz gespannt, wie wir uns da anstellen. Also da muss ich jetzt gucken, ob wir da wirklich was reißen können. Gegen Spitzenteams sind wir nicht so bewandert, aber ich hoffe, dass wir da ein bisschen besser sind. Das war natürlich jetzt ein bisschen tricky gegen Zwickau. Hätte ich mir liebend gern einen Sieg gewünscht, aber naja. Das war jetzt nicht so die Sache, die wir haben wollten. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch Taktik nehmen. Offensiv. Wir werden auf jeden Fall Spielvorbereitung machen. Automatismen. Und wir werden auf jeden Fall einmal Techniken machen. Chancenverwertung. Dann werden wir taktikmäßig. Nee, Techniken wollte ich. Herausarbeiten von Chancen. Dann werden wir das bestätigen. Dann werden wir nochmal in den Kalender gucken. Den Preußen Münster haben wir da nämlich. Dann werden wir nochmal die Standards üben bis zum Thema Preußen-Münster, dann werden wir noch mal die Offensive machen. Direktes Angriffsspiel. Und dann werden wir allgemein die Offensive noch mal trainieren. So, und dann werden wir hier auf jeden Fall nämlich aktives Verteidigen machen. Dann werden wir hier auf jeden Fall abwartendes Verteidigen machen. Und hier werden wir auf jeden Fall breit verteidigen. Dann machen wir hier defensive Zweikampf bestätigen. Dann haben wir Kaiserslautern haben wir 2 Wochen frei, da ist wieder Länderspiel. Alles klar, dann werden wir hier nochmal defensiven Kopfball machen. Dann haben wir hier Taktik, defensive Spielerposition, weil wir müssen nämlich da ein bisschen was jetzt ziehen. Dann werden wir nochmal alle ziehen. Dann werden wir hier nochmal Spielvorbereitung machen. Spieltaktik. Dann werden wir hier ein sonstiges machen. Soziales Engagement. Ne, hier. Dann werden wir hier nochmal den Teamgeist einschwören. Dann machen wir hier nochmal Standards. Und zwar offensive Freistöße, Standards, Eckenoffensiv. So, okay. Dann haben wir hier frei. Dann bis zum Kaiserslautern-Spiel müssen wir da jetzt gucken, dass wir da jetzt die Standards noch ein bisschen hochkriegen. 11 Meter. Dann Standardsituation, Standards. Dann werden wir noch mal ein bisschen die Defensiv allgemein wärmer. Da werden wir die Defensive jetzt 3 Tage machen. Stopp. Dann werden wir hier die Standardsituation üben. Dann werden wir hier die Defensive für alle üben. 2 Tage hintereinander. Dass wir nämlich da ein bisschen
plausibel sind. So, jetzt geht's weiter. Das war das jetzt erste Mal, das Training. Denn, ja, wir hätten 3 Punkte verdient, das ist stimmt. Aber wir haben es eben nicht nutzen können. Das war eben das, was wir gegen Zwickau haben vergeigt. Deswegen ein bisschen vorm Tor aktiver werden und hinten besser stehen. Das muss ein bisschen besser kommen. Jetzt kommen nämlich die ganzen anderen Teams. Ganz extrem werten wir uns jetzt das Münsterspiel noch mit Scouten und weiter geht's. Denn wir müssen gucken, dass wir Münster jetzt ein bisschen ausbuhen und denen ein bisschen eine vor den Sack im nächsten Spiel kriegen. Dass wir denen ein bisschen den Sack vollhauen im nächsten Spiel, denn wir können es nicht anders machen. Wir müssen jetzt ein bisschen was hier riskieren. Oh, Kaiserslautern hat verloren. Münster habe ich jetzt nicht gesehen. Also das wäre jetzt schon ein hammerhartes Ding. Da wäre ich jetzt mal drauf gucken. Ja! Münster hat verloren gegen Würzburg. Also könnten wir es schaffen. Jetzt ist Uerdingen oben. Uerdingen hat 4-2 gegen Köln gewonnen. Okay, das heißt, wir könnten es auch schaffen, dass wir gegen Münster gewinnen. Ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall mit nach oben. Das wäre gar nicht mal so übel. Aber Wiesbaden-Meppen, da werden wir jetzt auch nochmal gucken, was die spielen. Wiesbaden-Meppen, komm. Was spielt ihr? Was habt ihr gezockt? 4-0, Meppen. Meppen. Okay, Wiesbaden. Wiesbaden auf Platz 7. Wir auf 10. Eieiei, wir sind um 1 abgerutscht. Oh, oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Was? Wie? Was? Nochmal. Nochmal, das muss ich schon mal gucken. Kaiserslautern. Achso, ja, der stimmt. Der Uerdingen ist hier oben. Gehen wir nochmal in die E-Mails rein. Nachanalyse. Damit ich macht da wirklich ein gutes Spiel, bevor er in der 74. Minute ausgewechselt wurde. Innenverteidiger gewann mehrere wichtige Kopfballduelle und half so dem Druck des Gegners zu widerstehen. Ach, scheiße. Hab ich wieder was verpasst. So, Wochenvorschau. Wiesbaden-Meppen. Kaiserslautern, Osnabrück, Würzburg, Unterhaching, Köln, Braunschweig, blablabla. Ah, 2-2, gut, okay. Scouting ist abgeschlossen. Gefundene Spieler, Ah, Bock steigt wieder ins Training ein, super. Countdown zur Lina-Wahl, 29. Das ist auch nicht schlecht. Kursor nicht mehr wegen mangelnder Einsatzzeit beunruhigt. Ja, das ist auch okay. Ja, der ist auch gut im Tor. Also ich muss lassen, Kursor ist wirklich jetzt auch im Tor eine Koryphäe. Der wird auch im Tor bleiben jetzt. Also das, definitiv, weil das setze ich jetzt ganz einfach ins Dings ein. Der holt uns Tore, also da, wo wir den brauchen, da ist er auch da. Also das ist definitiv auch ein super Ding. Ja, dann machen wir Jordan Braun. Will mehr Chancen in der ersten Mannschaft. Das werden wir hinkriegen.
8 bis 9 Tage. 3 Tage bis zum nächsten Spiel. Kann das Spiel gegen Münster bestreiten, könnte danach aber für 6 bis 9 Tage ausfallen, Injektion geben. Den brauchen wir. Das wäre jetzt too much. Wenn wir den nicht spritzen, dann kriegt man da richtige Probleme. Also das ist definitiv sicher, dass wir den dann weil der macht auch ein gutes Spiel, muss ich echt lassen. So, Würzburg, Münster. Okay. Sie führen Ecken fast nie kurz aus. Von 6 Ecken kein einziges Mal. Okay. Schlüsselspieler. Toranalyse. Kurzpass. Flanke. Okay, alles klar. Okay. Gehen wir nochmal in die Taktik rein, bevor es losgeht. Aufstellung. Ja, okay. Wolfram, wieso ist der drinne? Okay. Gegnerische Anweisung, könnte man da noch was gebrauchen? Nein. Okay. Ach ja, okay, dann werden wir mal gucken, was wir jetzt hier hasseln können. Mehr Unterstützeraufgaben. Fasnacht. Fasnacht wäre eine Ausführung entfernen. Fasnacht Ausführer entfernen. Eine viel bessere Option im Kader. Fasnacht. Geeigneter Einwerfer. Okay. Einwerfer. Fasnacht. Für nur links. Achso, den muss ich rausnehmen, nur links. So, da haben wir Ochs. Da haben wir Schulz. Schulz haben wir gar nicht drin. Achso. Volkmar ist drin. Der hat 12. Folgt mal auf die 2. So, dann Slammer. Das sind rechts, rechts, nur links, folgt mal. Rechts. Ochs, Schulz. Schulz. Können wir rechts reinnehmen. So, Slammer. Slammer kommt auf die 3. Slammer kommt auf die 3. Gerlach. Gerlach links. So. Eismann. Eismann. Eismann kommt hier hin. So. Dann haben wir Freistöße. Da haben wir Starke drinne, ja. Nur links. Eckert
rechts. Rechts, okay. Ecken. Eckert rechts. Gerlach. Schlegel links. Ja, okay. Passt. Und Gerlach. Ochs. Der macht rechts. Starke. Ja, okay. So, okay. Dann, was will er noch? 2 bis 3 Unterstützeraufgaben. 2 bis 3 Unterstützeraufgaben. Okay, dann gibt man denen wieder Unterstützung. Ne, warte mal. Stopp. Ja, Unterstützung. Nee. Zentraler Mittelfeldspieler. Unterstützen. So, dann Flügelverteidiger können wir auch mal unterstützen. So, das heißt, wir haben die Aufgabe auch abgeschlossen. Sören Eismann, Bock, okay. Zusammenfassung. Spieler wird seinem Gehalt nicht gerecht, alles klar. Das wird was für... Also wenn es gegen uns ist, dann schaffen wir es. So, weiter geht's. Dann schaffen wir das. Das ist definitiv sicher. So, sollte euch das Projekt gefallen, dann würde ich mich über ein Abonnent freuen und einen Daumen nach oben. Und in den Videos unten drunter in der Videobeschreibung sind so einige Sachen, die ihr euch mal anschauen solltet. Würde ich mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Also, dann geht es vorwärts. Preußen-Münster, 3. der Liga. Wir ziehen auf los. Geht's noch nicht los. Spieler noch mal zur Mannschaft abgerufen. Taktik. Haben wir da was? Okay. Wir gucken mal, ob wir da noch was ändern können. Gegnerische Anweisung. Sagt er nichts. Dann kurz durchatmen und 3. gegen den 10. Also 3. Platz gegen 10. Platz, auf los geht's los. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da was reißen können. Ja. Ist egal. Wolfram wird eingesetzt und fertig. Wenn der sich wieder fängt, dann ist es doch kein Thema. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt damit beschäftigen. So, okay. Und los geht's. Wir ziehen das Spiel an uns schon mal in den ersten Sekunden bis zum nächsten Stand. Und hoffentlich kriegen wir das Ding gewuppt. Oh. War nicht schlecht. Da haben wir schon mal den ersten, das erste Mal den Torwart getestet.
Okay. Also Kosor ist jetzt erstmal gesetzt, das ist klar. Okay. Das hätte ich mir jetzt nicht so gewünscht, aber okay. Ja, das war mir klar. Ja, treffen musste gelernt sein. Sonst wird es nichts. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu viel gesagt. Egge für Preußen. Also mit dem Punkt sind wir auf 9. Aber Preußen geht auch wieder hoch. Wir müssen Preußen definitiv ärgern. Ansonsten kriegt man da ein Problem. Ach, Tor, ja. 1:0 für Jena. Das war die 1. Schönes Ding von Wolfram. Gesehen, Teschua Schuss 1, Schuss 2 im Aluminium und Schuss 3 trifft. Oh, geil. Der war gut, der war gut. Also Brückmann hat wieder seiner Sache aller Ehre gemacht. Damit sind wir auf 6 hoch. Mit 23 Punkten fehlen uns noch 10. Nach dem jetzigen Stand fehlen uns noch 10 Punkte. Hoppla. Ups. Hoppla. Ach Mann, schwarzer Tag für Schwarze. Ja, er spielt noch. Der Verletzte. Oh nein! Das kann nicht sein. Ach Mann! Das war doch. Ah, und er zieht ab. Da kann der Torwart nichts machen. Also sind wir wieder auf 9. Ja, das gibt für uns einen Freistoß. Ecke. Einwurf. Ach Mann. Komm.
Tor. Super. Also das ist ein Zusammenspiel. Gell? Vorlage von Cenkua und Brückmann schließt ab. Wir sind wieder vorne. Super. Das war Fehler von Preußen. Und dann rüber auf Cenkua und Cenkua rein. Und Brückmann steht richtig und es klingelt. Damit sind wir wieder auf 6. Und unser Torwart hatten. Brückmann schon 2 Tore. Oh, der Prinz hatten. Der Prinz aus Zamunda. Aber schön, wenn wir führen. Ja. Ja. Ecke. Einwurf. Joach. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir sind schon wieder Ausgleich. Das kann aber nicht sein. Also das darf nicht sein. Was soll ich dazu sagen? Eigentlich wollten wir ja ganz nach oben, aber... Jawohl! Was gibt der Trottel das da rein? Was gibt der... Er nimmt an... Will durchstecken und er steht genau richtig und schließt ab. Rüde. So. Ja, ich muss mir da noch einen neuen Dings angucken. Ob wir da noch einen neuen Co-Trainer kriegen. Na ja, er lässt ihn sich abnehmen. Ist ja nicht wahr. Und der nächste. Also das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Und Spielerwechsel. Weil der uns nichts bringt, habe ich gerade gesehen. Der ist zu schwach. Der kriegt keine guten Punkte. Er hat eine 5,9, also raus damit. Sonst semmeln wir hier total weg. Denn wir haben da schon 3-2.
Und das kann ich mir jetzt nicht leisten. Wir stehen unter Druck. Oh, der ging in die Tribüne. Das wäre ein Abrutscher auf 12. Und Münster wieder oben. Wegen den 3 Punkten. Können wir uns nicht leisten. Ach Mann! Na, was war denn das? Auswechseln. Der nächste. Jeder, der hier in die rote Zahlen kommt, wird ausgewechselt. Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier irgendeine Sache noch hinkriegen. Schlegel hat die zweite gelbe Karte der Saison. Okay. Mann, sind wir schon wieder am Abkacken. Das schaffen wir nicht. Also einen Sieg kriegt man ja definitiv nicht mehr hin. Außen. Was war denn das? Noch eine Auswechslung. Ah, jawohl. Ping-Pong oder was? Jo. Ah, ey, Jungs, Mann. Wieder ein Spiel verloren, ey, Leute. Ich kann's nicht mehr. Einwurf.
Mann. Ja, er schießt vorbei, ey. Ey, was ist denn das für eine Grütze, die ihr heute spielt? Ja, das war's sowieso. Ja, und davor habe ich nämlich eine Angst gehabt. Wir fahren auch noch das Fünfte. Kommt, Jungs. Och, Mann. Und wieder beim Gegner. Ey, das ist doch nicht wahr. Also echt, ich gehe ja. Ja, ne? Es klingelt gleich wieder. Ja, prima. Ah, Mann. Warum? Was mache ich verkehrt? Ja, das war's in dem Gelände. Ja, schnell, raus, raus, das will ich nicht erst sehen. Also das war ja jetzt wohl der Oberhammer. Ein 4-2 gegen Preußen, ey. Ja, Eckert verletzt, 2 bis 3 Tage Ausfall. Alles klar. Mann. Echt. Kosovo, ich wollte sie darüber informieren, dass... Ja. Ich habe
ich verdiene einen neuen Vertrag, der widerspiegelt, dass ich ein Spieler der ersten Mannschaft bin. Ich habe alles getan, was von Ihnen verlangt haben. So, okay. Machen wir weiter im Programm. Kaiserslautern, der Dritte, das wird auch kein Zuckerschlecken gegen Kaiserslautern. Das könnt ihr mir glauben. Mich hat das Spiel schon gegen Preußen angekotzt. Und wir rutschen noch weiter, passt auf jetzt. Jetzt rutschen wir noch weiter in die Tiefe. Zwei Spiele gewinnen und eins verlieren. Ab, tschüss. Gut, wir können Sachen 2 verlieren. Kaiserslautern hat ein 1-1 hingelegt. Hm? Das schmeckt. Das schmeckt. Das ist natürlich auch ein Leckerbissen. Der Extraklasse. So, 1860-00. Oerding gewinnt schon wieder. Mit einem 1-1 wird es gut. Aber hier, 12. Platz, 20 Punkte, sind 14 Punkte bis zur Spitze. Ach, ob wir das noch schaffen, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht beantworten. Was zwischen Cottbus, Jena Cottbus wurde für eine Live-TV-Übertragung verlegt. Das Spiel findet am 9. Dezember statt. Karl Zeiss Jena wird für das Spiel 7000 Fernsehgelder kassieren. Schön. Überblick am Samstag. Schön, danke. Naja. Das wird jetzt wohl ein Ober-Ober-Definitiv-Hammer. Also das kotzt mich schon an, dass wir schon wieder verloren haben, gell? Ich habe mir echt Mühe gegeben, den in den Arsch zu versohlen, aber es hat wohl nichts gebracht. Lotte Unterhaching. Und die gewinnen hundertprozentig jetzt. Ja, das war klar. Unterhaching gewinnt. Und ist damit Lotte. Wo ist die Lotte? Die Flotte Lotte. Da, 15. Unterhaching. Ach man. Das nervt. Das nervt. Ganz einfach. Nervt das. Team Jena, defensiv. So. Mann. Kaiserslautern verliert Schlüsselspieler. Das schmeckt. Das schmeckt. Das schmeckt doch. Das ist doch easy. Ja, Brückmann ist Spieler loben.
So, okay. Sprenger, erinnert Sie an das Versprechen für Kosovo? Abgeschlossen. Neuen Vertrag anbieten. Ja, dann mach du das. So. Koch. Aufsteigen. Zufriedenheit mit dem Versprechen, dass der Verein nächste Saison in der zweiten Bundesliga aufsteigt. Ja. Wäre schön, wenn das klappt. Wenn ihr euren Arsch mal drehen würdet und Spiele gewinnen würdet, dann wären wir auch schon weiter oben. Aber nein, ihr gewinnt zwei und verliert dann eins. Ah, super. Kosser zufrieden mit neuem Vertrag. Sag ich doch. Man muss es nur dem Chef überlassen. Deschamps, wir können gegen Deutschland siegen. Brückmann gewinnt Auszeichnung, spielt der Woche, ja schön. Mann, 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 Mann. Ja, der ist verletzt, das ist super. Super große Klasse. Oberschenkelverletzung. Könnten wir mal ein Testspiel machen? Damit sie nicht ganz so müde werden. Na gut, kommt. Lassen wir es bleiben. Lassen wir das Training. Okay. Und Mohr kritisieren. So, okay. Halle verliert Schlüsselspieler. Schön. Na ja, der ist doch, der wird doch fit beim Spiel gegen Kaiserslautern. Geh schon der erste FCK. Ach ja, egal. Nach dem Gespräch mit Maximilian Wolfram glaube ich, dass der Spieler momentan mit seiner Einsatzzeit glücklich ist. Ja, schön. Oh, 2-3 gegen Osnabrück, toll. Eggert verletzt, 2 bis 3 Tore. Ja. Der ist da wieder fit. 2 bis 3 Tore zum Kaiserslautern-Spiel, hab ich doch gesagt. Ach, die haben wir ja daheim jetzt. Könnte sein, dass wir gegen die wieder gewinnen, weil es ja daheim ist. Ah, könnte aber auch nicht sein. Oh, 1-0 gegen die Holländer. Haben die Holländer wieder mal den Käse durchs Stadion gerollt, hä? Dass die Deutschen gewonnen haben. Analyse über Käser. 1-1. So, 4-1-3. Erfolgreichste Formation am anfälligsten gegen. Ja, okay. Fröhlich informiert sie über Tietz. Ja, schön. Countdown zur Jena-Wahl. Am 19. Ja. Brückmann verletzt. Schön. Oh, 2 bis 3 Wochen. Eieiei, das tut weh. Das tut weh. 2 bis 3 Wochen, das tut weh. Ist nicht so fein, dass der verletzt ist. Ach, so Leute. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und guckt gerne in die Videobeschreibung, um weitere Infos vom Offenbacher zu finden. Okay? Also. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.